Star Wars Episode 9 steht in den Startlöchern. Wir wollen erfahren, was passiert. Wir reden heute darüber, was wir erwarten und was wir nicht erwarten von den Filmen. Alles klar, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Craft Jedi-Tempel. Mein Gott, ist das noch kompliziert zu sprechen. Jo, Freunde, Star Wars Episode 9 steht in den Startlöchern und ich kann euch leider gar nicht genau sagen, wann diese Folge, die ich jetzt hier gerade hier, da, das, genau das hier alles gerade, diese Folge, die ich hier aufnehme, rauskommt. Ob es am 17. ist, da habe ich Geburtstag, am 18., wo Star Wars Episode 9 Premiere hat, am 19., ich habe, oder vielleicht auch schon am 16., wo mein bester Freund Geburtstag hat. Ich habe keine Ahnung, wirklich gar keinen Plan. Ich kann euch nur sagen, dass ich schon wieder lebensmüde bin und dass ich, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ihn noch nicht gesehen habe. Denn heute ist für mich, Shame on me, ziemlich früh und vorweg aufgenommen, diese Folge schon. Es ist der, was ist denn heute? Der 10.12. Und ja, aber nichtsdestotrotz können wir darüber sprechen, was wir uns wünschen über Star Wars Episode 9 und was wir uns definitiv nicht wünschen. Nebenbei, wow, ist das hoch hier, meine Fresse, das muss ich alles noch anebnen. Ich will gar nicht dran denken, was ich hier noch alles zu tun habe. Auf jeden Fall möchte ich darüber sprechen, ja, was habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Was wir uns wünschen oder was ich sehen möchte auf jeden Fall. Denn es ist jetzt die letzte Chance aus der Skywalker-Saga, nochmal, ich sag mal, ja, alles rausholen, was geht, wenn man das so sagen darf. So, jetzt habe ich, gut, ich habe Schaufeln dabei, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt wieder mal keine Schaufeln dabei, klasse vorbereitet, wieder mal gar nicht, aber doch, ich bin ein bisschen vorbereitet und ich werde immer besser, sagen wir es mal so. So, ja, gehen wir erstmal hier hoch, gucken uns das mal an. Ach, das ist ja schon hier der, hier müssen wir gleich weiterbauen. Ja, okay, alles klar. Hier können wir jetzt gleich anfangen abzubauen, ohne Speed, sondern ganz normal und quatschen dabei ein bisschen. Und so langsam geht mir dieses ständige Abbauen immer auf den Nerven. Ich brauche echt mal eine verzauberte Diamantenspitzhacke, denn irgendwie habe ich das Gefühl, wir bauen jede dritte Folge nur ab. Und ganz so viel hat der Berg jetzt auch nicht mehr zu bieten. Aber naja, was soll's. Jo, was ist, was sind denn so Themen, die ich aufgreifen möchte? Ich habe mir so eine kleine Liste hier gemacht. Ich sitze in einem dunklen Raum. Das hätte ich mal nicht machen sollen. Ich hätte mal Licht anmachen sollen. Ja. Da habe ich als erstes Herkunft von Snoke. Jeder, der mein Format oder mein Kanal folgt, der mag jetzt langsam feststellen, dass ich ziemlich Interesse daran habe, über Snoke mehr zu erfahren. Und denn ich habe schon mal über Snoke gesprochen, bei einem Minecraft-Video und bei einem Faktenvideo. Das ist einfach, weil Snoke, ich finde Snoke cool und ich möchte mehr von ihm erfahren und ich will auch jetzt endlich mal wissen, woher er kommt. Also, wenn das dann da nicht offenbart wird, dann möchte ich wirklich einen Spin-off haben, denn so einen coolen Charakter, du kannst doch nicht einfach so einen Charakter da so mächtig in Episode 7 darstellen lassen und so wie der größte Bad Motherfucker und so 3 Meter, was heißt 3 Meter, 20 Meter groß erscheinen lassen und alle fürchten ihn und alle wollen, dass er das, alle wollen, wie sagt man denn, alle rangen um sein Lob, sag ich mal. Oh, das ist sogar sehr gut gesagt. Hey, wo habe ich den Satz jetzt ausgegraben? Alle rangen um sein Lob, dass jeder, dass er jeden, oder wie, ja, wie wisst, was ich meine jetzt, da hört schon wieder auf. Und, dass,
Das kann nicht einfach so ein Vollidiot daher sein, der einfach daherkommt und sagt so, ja, hallo, ich bin der Snoke und ich bin eine Marionette von den Palpatine. Ob er das weiß oder nicht, spielt andere Rolle. Das geht für mich nicht klar. Und ich denke auch, Snoke war anders geplant von J.J. Abrams, als es Rian Johnson in Episode 8 dann tatsächlich gemacht hat. Ich denke mal, Snoke sollte eine große, oder es ist sogar klar, dass Snoke eine große Rolle spielen sollte in Episode 9. Snoke und Luke, ich denke mal, die beiden hätten einen Endkampf zusammen bekommen, was, boah, Junge, ey, wenn ich daran denke, wie geil wäre das gekommen, ey. Boah, die Junge, Junge, naja. Und, Rian Johnson hat's dann mal ein bisschen, hat ordentlich reingeschissen und hat einfach Snoke mal kurzerhand umgebracht. Und Snoke wird auch tot sein. Denn das können die nicht machen. Die können nicht jetzt so typisch Marvel machen, so einen auf tot, ha, nein, doch nicht, haha, ich lebe noch. So, das macht man jetzt mit Palpatine, das geht gar nicht. Und spannt sich daran an, dass es wohl auch Mace Windu so ginge, tot, nein, doch nicht. Das können die jetzt nicht auch noch mit Snoke machen. Irgendwann macht man sich unglaubwürdig und dein Tod ist dann nicht mehr glaubwürdig oder generell nichts mehr Besonderes bei Star Wars, denn kommt ja eh vielleicht irgendwann wieder. Genau, so viel zum Thema Snoke. Ja, dann habe ich noch Ways Eltern, definitiv Ways Eltern. Zwar hat uns Kylo Ren erzählen wollen, dass Ways Eltern ein paar Zocker waren und Alkoholiker, die ein bisschen ihre Tochter für ein bisschen Kleingeld verscherbelt haben. Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Durchaus möglich. Also jetzt mal ehrlich, diese Theorie ist gar nicht so verkehrt. Also ich weiß, was Rian Johnson damit wollte, kam nicht so geil an, kam auch bei mir nicht so geil an. Dafür hat man zu viel Plots bei Episode 7 eingebaut über Ways Eltern und wer ist sie und dies, das, tralala. Ich denke, da muss mehr kommen. Also ich verstehe, was Rian Johnson damit wollte. Er wollte einfach sagen, ey, nicht jeder muss was Besonderes sein. Nicht jeder braucht, nicht jeder besondere, oder wir sind alle besonders, ihr wisst, was ich meine. Nicht jeder machtnutzige, besondere Kreatur braucht mächtige oder besondere Eltern. Das soll, oh, das unterstreicht ja auch nochmal die letzte Szene in Episode 8, wo dieser kleine Junge dann da steht und mit der Macht den Besen nimmt und es dann wie so ein Lichtschwert hält mit dem Ring, oder war es ein Ring? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Von Widerstand. Ja, alles schön und gut. Ich verstehe auch, was er, wie gesagt, damit meint. Und ich möchte das auch so unterstreichen, sein Gedanke. Aber das war ein bisschen fail. Dieses, jo, deine Eltern, way, pass auf, die sind eh paar Alkoholiker. Die haben ein bisschen viel getrunken und haben dich dann verschäbelt, um neuen Schnaps zu kaufen und ein bisschen in der Zuckerhölle zu gehen. Ist nicht ganz so geil. Und sollte J.J. Abrams, was er wohl durchaus auch tut, wieder ausbaden, denn ja, wir sitzen hier 2-3 Jahre vor Episode 8 und haben überlegt und diskutiert im Internet, ihr könnt es euch mal angucken, gebt einfach mal eine Ways Eltern ein, dann wisst ihr, was ich meine, und diskutieren über Jahre, wer Ways Eltern sind, und dann kommt er und sagt, was ist denn, das sind doch nur einfach Alkoholiker. Das ist ein bisschen, nee, nicht so gut. Nicht so gut, lieber Rian Johnson. So, aber wie gesagt, ich denke mal, das wird uns offenbart und finde ich richtig gut, wenn das auch wirklich groß zelebriert wird und dann auch wer richtig cool ist. Und ich wollte gerade sagen, eigentlich auch mal wer, den man nicht erwartet, aber im Endeffekt haben wir uns das schon kaputt gemacht, denn wir haben einfach jeden möglichen als Vater und Mutter angesehen, selbst Jar Jar Binks Theorien gibt es bestimmt irgendwo, dass Jar Jar Binks Ways Vater ist und was weiß ich was, und ja, Jar Jar ist auch Snoke und Jar Jar ist auch der dunkle Lord und ach, alles mögliche. Wir machen uns das alles ein bisschen selber kaputt, aber das ist ein anderes Thema, das möchte ich wann anders eingraben. Von mir ist auch das nächste Mal, wie sehr wir uns mit Theorien und Fakten und sonst irgendwas kaputt machen und dadurch uns viel Wow-Momente nehmen. Solche Wow-Momente wie Luke, ich bin dein Vater, denn sowas wird, glaube ich, heute gar nicht mehr gehen, denn so eine Theorie würde schon längst in Internetkreisen, wenn man Star Wars Episode 4 jetzt rausbringen würde, dann würde und Star Wars Episode 5 käme in
drei Jahren erst aus. Spätestens nächstes Jahr so eine Theorie geben, dass Vader der Vater von Luke ist. Aber naja, gehen wir zum nächsten über. Kylo Ren, was passiert mit ihm? Gut, böse, was ist er? Was passiert aus ihm? Ich denke, die Sache ist klar, denn es, ja, es schnürt sich alles darauf ein, dass Kylo Ren wieder gut wird. Und der Gedanke, ja, das ist eigentlich ein Gedanke, das denke ich eigentlich schon seit Episode 7 irgendwie, wäre jetzt für mich keine Besonderheit und will ich es, ist mir eigentlich völlig egal, ob es der jetzt, also das macht jetzt für mich gar nichts aus, ob der jetzt gut oder böse wird. Also meines Erachtens nach überhaupt nicht, also geschichtsrelevant wird es werden, ja, aber es ist für mich jetzt völlig gleichgültig, ob der jetzt gut oder böse wird, ob er sich opfert. Interessiert mich, ja, interessieren ist das falsche Wort, penetriert mich nicht wirklich, sagen wir es mal so, weil es ist einfach, ja, es ist alles irgendwie gleichwertig, finde ich. Ob er jetzt gut ist, ja, war absehbar, ist aber cool, dass mal ein Böser gut wird, also hat man ja mit Vader auch, ja, ich weiß, aber ist irgendwie eine andere Story, dass er stirbt, ja, ist Vader auch, also, ne? Oder er bleibt böse, ja, dann muss er eh sterben. Also, wie gesagt, wenn er, also, dann, ja gut, dann bleibst du böse, dann musst du aber drauf gehen. Trotzdem warst du für mich nie der große Bad Motherfucker. Aber so sollte er auch nie sein. Also, wie gesagt, das ist für mich ein Thema, das werden wir erfahren. Aber, Dann habe ich Finn und Poe draufstehen. Ja, was passiert aus dem? Was machen die beiden so? Also, Finn, wird er oberer General oder oberst, wird er Politiker? Ja, glaube ich nicht, dass er ein Politiker wird. Dafür ist er ein bisschen. Obwohl, warum nicht? Was passiert mit Finn? So, das würde mich alles so mal ein bisschen interessieren, was mit den beiden so ein bisschen abgeht. Die denken, ja, alles klar, hier, ja, ne, wir sind auch am Start und machen dies, machen das. Ich bin Pilot und ich bin irgendwie. Finn macht irgendwelche, was weiß ich, Geschichten. Das würde mich definitiv interessieren, wo es mit dem, nicht nach dem Film, wo das, was mit dem passiert, sondern während des Films, wie die sich weiterentwickeln. Und wie gesagt, Finn wird bestimmt ein noch höherer General. Ich glaube, der ist jetzt zum General aufgestiegen. Aber er wird jetzt so ein richtiger Anführer des Widerstands. Genau, und dann habe ich eine, ja, sehr traurige, aber wichtige Story natürlich. Was ist passiert mit Leia? Stirbt sie? Überlebt sie es? Kommt sie einfach nicht wieder? Wie regeln die das mit Carrie Fisher Tod? Wir wissen, sie ist in Filmen. Sie wird einfach aus alten Filmen oder halt, wie sagt man denn dazu? Ich habe schon wieder irgendwie Probleme, Wörter zu finden. Szene, die man nicht genommen hat, verwendet man jetzt, also aus vergangenen Filmen, aus Episode 7 und 8, verwendet man jetzt und bearbeitet die so, dass so Carrie Fisher quasi wieder auf die Leinwand kommt. Und ja, was passiert mit ihr? Zieht sie sich einfach zurück? Stirbt sie? Irgendwas muss ja passieren. Passiert einfach gar nichts mit ihr? Sie ist einfach da? Kann auch sein, dass sie auch am Ende, ich denke mal, es wird eine Siegesfeier geben, so wie in Episode 6. Vielleicht ist sie dann da oder ist sie einfach nicht da, oder wie regelt man das? Finde ich ganz spannend, denn gerade Carrie Fisher, man hat ja versprochen, sie nicht digital zu verarbeiten oder neu zu besetzen, aus Respekt. Ist schwierig und da merkt man halt mal, dass auch die Filmindustrie einfach mit dem Gesetz des Lebens einfach unterworfen ist. Man wollte ihr eine ganz große Rolle zusprechen in Episode 9. Ja, das war da nicht mehr drin. Denn wie man weiß, ist Carrie Fisher verstorben und es ist leider so. Und ja, was willst du jetzt machen? Ne? Jetzt musst du gucken, wie du das regelst. Und ich bin echt gespannt, wie die das hinbekommen haben, die Jungs. Und ja, wir werden es wohl erfahren. Jo, jetzt muss ich mal gucken, aber was ich jetzt hier alles schon abgebaut habe. Wir sind jetzt ja dann auch schon wieder ganz schön weit gekommen. Ups, das war das Falsche. Hier wollte ich hin. Oh, das sieht sehr gut aus. Oh, da haben wir ja wieder richtig gut abgebaut. Ja, cool, dann gehe ich jetzt zurück zu meinem Jedi-Tempel. Und
kann ganz entspannt bleiben. Weil, wisst ihr, was ich festgestellt habe? Umso ist es, glaube ich, egal, von wo ich runterspringe. Wenn ich ins Wasser springe, verliere ich kein Leben. Jetzt hatte ich auch mal die Idee, mir einfach hier ein bisschen Wasser zu legen. Und dann kann ich runterfallen, wie ich will. Ich kann nicht sterben. Und da das eigentlich meine Haupttod sind, außer der letzte, wo ich in Andi seine Lava gefallen bin, das ist natürlich Dummheit gewesen. Okay, eigentlich ist jeder Tod Dummheit bei mir, aber egal. Deswegen denke ich, können wir einfach hier ein bisschen, ja, überall ein bisschen Wasser hinlegen und dann wird das doch klappen, oder? Nur so eine Theorie, die wir ja dann wieder entfernen können. Also von hier oben, obwohl von da oben können wir jetzt nicht. Aber wenn wir jetzt hier oben wieder bauen, dann wird das ja schon wieder richtig eklige Höhe. Und da können wir doch wieder, das schreit ja nur danach, dass wir wieder sterben. Sollte man sich vielleicht nochmal überlegen. So, ist jetzt wieder Nacht oder immer noch Nacht? Ich glaube immer noch Nacht. Oh Mann. So, jetzt werden wir uns nochmal kurz hier alles zurecht craften. Sand, was haben wir denn generell abgebaut? Sandstein, 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 Sand. Das ist auch Sand, das ist Sandstein, das ist Sand. So. Sand. Das war's. Cool. Dann holen wir uns jetzt hier noch 9 Blöcke raus. Jawohl, cool. Dann können wir in der nächsten Folge auf jeden Fall richtig ausrasten. Habt ihr das gerade gehört? Das war meine Katze, die miaut hat. Was denn? Ja, ich soll aufhören, ne? Ja, ich habe noch eine Ente im Ofen. Die muss ich jetzt rausholen, sonst verbrennt die mir. Und die Katze hat auch Hunger. So, Freunde, deswegen will ich gar nicht länger weiter mich rumplappern und was auch immer, was ich da schon wieder laber. Ich krieg schon wieder Störungen in meinem Kopf, die gehen schon wieder gar nicht klar. Leute, ich wünsche euch definitiv noch einen schönen Tag. Möge die Macht mit euch sein. Diese Folge ist leider nicht so lang, aber egal. Wichtig ist immer über 10 Minuten. Ich hoffe, das waren über 10 Minuten. Oh mein Gott, ich habe das jetzt einfach nach Gefühl alles gemacht. Naja, wir werden sehen. Bis morgen oder bis irgendwann. Wann sieht sich bis denn? Tschüss, möge die Macht mit euch sein. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte nicht vergessen, mich zu abonnieren. Gebt mir einen Kommentar, gebt mir ein Like, gebt mir einfach alles, was ihr könnt. Und dann bin ich zufrieden und ich sehe gerade, wir sind bei 17 Minuten. Mensch, das reicht von vorne bis hinten. Super, tschüss, bis morgen. Tschüss.